es eine Übung mit Schulungscharakter ist, sind wir heute ein bisschen näher dran. Unsere Deko-Einheit wird da aufgebaut, Eingang, hinten diese Durchmarschrichtung. Und rennt das Harnhist los. Also das Harnhist heißt, das ist eine Detektivstelle, die dann den Patienten, sofern er sauber ist und von jeder ABC befreit ist, übernimmt und medizinisch weiterversorgt. Keine Kontamination, aber Hüftverletzung. Wollen wir das? Das
wird eine Zeit lang dauern, bis wir wirklich in Einsatz gehen können. Wir sind was für längere Szenarien. Für zwei Leute bei einem Gefahrgutunfall, die irgendwo auf der Straße liegen, kommen wir auf alle Fälle spät. Da ist die Bitte einfach an die Feuerwehren, dass hier die Notdekontamination so weit macht, dass die Patienten ohne Gefährdung durchs Rettungspersonal dann weiter versorgt werden können.